Ja, hi. Pünktlich zu Ostern habe ich hier ein Video über Krafttier-Kaninchen für dich. Ich habe Krafttier-Kaninchen kontaktiert und lass das einfach mal direkt durch mich durchsprechen. Beziehungsweise mir sagen, was es, also das erklärt mir einiges. Also Krafttier-Kaninchen ist so, ist sehr verspielt, aber auch sehr ernst. Und zwischen verspielt und ernst gibt es so eine Lücke, oder so ein Loch, so eine Lücke. Und da diese Lücke, das ist für Krafttier-Kaninchen ganz spannend, weil zwischen verspielt sein und ernst sein, da ist so, ja, da genau zwischendrin, da kann sowas entstehen, was schlecht in Worte gefasst werden kann. Aber wenn man da drin ist, da ist das Leben, da ist das pure Leben. Ja? Und Krafttier-Kaninchen hat so diese Schwingung von, ich bin das pure Leben. Und das ist eben genau in der Mitte oder, ja, nicht genau, das ist so ein. Na, Leben ist nicht fixiert, das ist so, aber dazwischen, zwischen Verspieltsein und Ernsthaftigkeit. Kraft der Kaninchen hat auch damit zu tun, die Sinnhaftigkeit einfach mal loszulassen. Ne? Oder das Phänomen der Sinnhaftigkeit einfach mal in Frage zu stellen. Sinn ergibt sich ja daraus, wenn in einem Kontext etwas irgendwie eine Bedeutung hat. Ne? In einem Kontext, in einem anderen Kontext hat es eine andere Bedeutung. Wenn es die Bedeutung nicht ersichtlich ist, würde man sagen, hat keinen Sinn. Und die Bedeutung ersichtlich ist, würde man sagen, hat Sinn. Kraft der Kaninchen zeigt mir jetzt, dieses Konzept von hat Sinn oder macht Sinn oder kein Sinn, das einfach mal fahren lassen. Wenn man das einfach mal sein lässt, dann ist man viel freier. Dann ist man auch fröhlicher und glücklicher und lebendiger. Weil dieses ständig, mein Leben muss einen Sinn haben, was ich tun muss einen Sinn haben. Das blockiert ganz viel Lebendigkeit, das blockiert ganz viel Seelenkraft. So, Kraftkaninchen ist so ein Krafttier, dass wenn es auch bei dir auftaucht, was dir genau diesen Impuls geben möchte, so hey, lass doch mal diesen Sinn, ne? Guck nicht immer nach dem Nutzen und was es bringt und ob es Sinn hat oder nicht, sondern mach einfach mal, lebe, hab Spaß, ne? Lass es laufen sozusagen. Hüpf rum wie so ein Kaninchen, ne, und geh mal tanzen und mach einfach mal auch was Sinnloses. Mach was, was für dein Verstand völlig verrückt und bescheuert ist. Und da ist oft so diese Lebendigkeit, diese kindliche Lebendigkeit. Kinder machen manchmal Sachen, wo der Erwachsene sagen würde, was macht der da? Warum macht er das? Ist ja komisch. Ne? Anderer Erwachsener freut sich vielleicht darüber, weil er merkt, ihm ist das verloren gegangen, beziehungsweise er unterdrückt das und durch Beobachten eines Kindes kommt dieses Kindliche in ihm da hervor. Das ist so Kraft der Kaninchen. Ein Kraft der Kaninchen sagt mir aber auch, dass es so auch so eine Qualität hat und das ist eben diese Ernsthaftigkeit bei Kraft der Kaninchen, so einer Sache dranbleiben. Und aber nicht so einer Sache so wie auf so einer Linie folgen, sondern immer wieder mal von verschiedenen Perspektiven eine Sache betrachten, während man einen Weg geht. Also wenn man, du möchtest ein Projekt umsetzen, dann nicht straight gehen. Ja, kann sein, du verpasst viel oder du verpasst es irgendwie wichtige Anpassungen vorzunehmen oder einen Weg nochmal anzupassen, damit du nicht irgendwo hinkommst, wo du denkst, dass es richtig ist, aber es gäbe vielleicht noch einen besseren Weg oder ein anderes Ziel wäre vielleicht viel besser. Und Kraft der Kaninchen hat so den Impuls, mal hin und her zu springen, mal von da gucken, mal von da gucken, mal von da gucken und dann weitergehen. Also immer wieder so anpassen, gucken, wo man ist, so, damit man diese Lebendigkeit nicht verliert, ne? Dass man nicht so stocksteif auf eine Sache zugeht und sagt, genau so will ich es, genau so muss ich es haben, sondern dass man es einfach offen lässt und schaut, was das Leben einem noch präsentiert. Bei Krafttier-Kaninchen geht es tatsächlich dann auch um Fruchtbarkeit, das heißt, also nicht nur beim Kinderzeugen, sondern generell auch, dass man, also damit etwas eine Frucht hervorbringen kann, brauchst Zeit, brauchst Zuwendung, brauchst einfach alles, was es braucht. Die Bedürfnisse müssen erfüllt werden, es braucht genug Kraft, es braucht genug Raum, ne? Es braucht viele Dinge und dann kann eine Frucht reifen und irgendwann ist sie da und dann kann man sie pflücken. Also dieses bei so einem Prozess zu unterstützen, das ist auch so, was Kraft der Kaninchen sehr gerne macht. Und dann ein letztes Thema bei Kraft der Kaninchen ist noch, Kraft der Kaninchen sagt mir, es ist auch so teilweise ein Bewahrer von Brauchtümern. Das heißt, Kraft der Kaninchen ist schon seit jeher irgendwo bei Menschen, um Menschen, beschäftigt sich viel mit Menschen.
Und dann kriegt es ganz viel mit, was so Menschen für Brauchtümer haben. Und vieles wird da vergessen und Kraft-Tier-Kaninchen bewahrt sowas aber gern, um irgendwo eine Lebendigkeit zu bewahren, wenn sie da drin ist. Und so, ich kriege es gerade nicht besser in Worte gefasst, aber so in die Richtung zeigt mir das gerade. Das heißt, wenn du Interesse hast an alten Brauchtümern und diese zu erforschen, dann beschäftige dich mal mit Kraft-Tier-Kaninchen. Vielleicht kriegst du da das eine und andere gezeigt und kannst was Altes in eine moderne Form bringen, dass es hier wieder, dass ich es hier wieder lebendig zeigen kann. Ja, das war Kraft-Tier-Kaninchen. Ich hoffe, das gefällt dir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video.